Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einer News zu Elder Scrolls Online, diesmal für den September 2016. Heute haben wir ziemlich viele Themen vor uns. Einmal, was ist Wontamriel, was erwartet uns dort? Dann, was ist die ESO Gold Edition und was ist Skills and Glory? Dann gehen wir ganz kurz auf die neuen Duelle ein. Dann schauen wir uns in dem Kronenshop um, was es dort alles gibt. Die Goldene schauen wir uns kurz an. Und dann noch die PS4 Pro Version. So, was ist die Gold Edition? Ihr seht es hier, die Gold Edition kann man jetzt für ca. 60 Euro bei Händlern kaufen. Also bei richtigen Real-Life-Händlern. Und dann bekommt man dort ein völliges Grundspiel mit 4 Editionen, nämlich mit Imperial City, Orsinium, Sieves Guild und Dark Brotherhood. Also 4 Spielerweiterungen. Und dabei gibt es dann noch das Pferd und 500 Kronen. Also wenn ihr noch gar nicht Elder Scrolls habt, ist das vielleicht der richtige Einstieg. Dann gibt es aber noch ein zweites Paket und zwar Guilds and Glory. Hier handelt es sich jetzt um ein Paket, was man im Kronenshop kaufen kann. Und hier bekommt man dann für 5500 Kronen Imperial City, Dark Brotherhood, Sieves Guild und Orsinium in einem großen Paket, was man sonst eigentlich alles einzeln kaufen muss. Und zwar können wir dann mal nachschauen hier im DLC, würde das bedeuten Dark Brotherhood 2000, Imperial City 2.5, Orsinium habe ich schon. Und das waren bis jetzt 4.5 und dann noch Diebesgilde hier unten sind 6.5 plus Orsinium, wo ich den Preis jetzt nicht mehr von weiß. Der wird aber auch 2.5 bestimmt kosten. Also man hat auf jeden Fall ziemlich viele Ausgaben, wenn man sich nicht dieses Paket kauft. Also Guilds and Glory Paket ist ganz interessant. Gilden- und Ruhmpaket heißt es ja dann auch auf Deutsch. Weiterhin wird es ab dem 5. Oktober für PC und Mac Wontamriel geben. Das ist schon auf dem PTS. Ab dann kann man in alle Gebiete mit seinen Chars. Bedeutet, man kann Level 10, 11, 12 sein und kann in die Ostmarsch. Man kann ins Altmeri-Dominion, in das Dolchsturzbündnis. Man kann also alles sich anschauen, was denn so da ist. Sogar nach Kalthafen kann man auch und in Zukunft wird es dann auch die Dungeons und Karkstein geben, die natürlich auch auf die Level angepasst sind. Und Karkstein ist dann solo spielbar. Ihr könnt also Karkstein dann auch alleine schaffen, ohne Gruppe. War bis jetzt ja anders. Und es gibt Duelle. Ihr könnt also auch gegen andere spielen und dementsprechend euch mal so prüfen, wie stark ihr seid, was ihr so schafft oder auch nicht. Und ja, ihr könnt es natürlich auch unterbinden, indem ihr unter die Einstellungen geht, unter Soziales und dort könnt ihr Duelle automatisch ablehnen, wenn ihr keine Lust habt auf Duelle. Wie gesagt, ab 5. Oktober für den PC und Mac verfügbar und dann muss die Konsole natürlich wieder ein bisschen länger warten, wie immer und da gibt es ab 18. Oktober für Konsolen das Ganze. Und ihr seht auch, im Kronenshop scheint da was Neues zu sein, nämlich Allianzpferde, die immer eure Allianz darstellen, also das Wappen tragen eurer Allianz und dementsprechend auch noch Tiere, nämlich Hunde, die dann auch eure Rüstung tragen oder ein bisschen was nach Ebenherzpakt oder Altmeri-Dominion aussehen, je nachdem was ihr denn da gerade für, ihr seht das, da, Allianz-Kriegshund, so sieht der dann aus. Also zwei neue Sachen für die Allianz, damit man sich noch ein bisschen mehr mit seinem Reich identifiziert. Ihr seht es oben auch nochmal angepasste Stufe 160, bedeutet auch als 49er bin ich schon Champion Level 160, obwohl ich noch kein Champion Level habe. Das ist mein erster 49er dann hier auf dem PTS und der hat noch gar kein Champion Level eigentlich. Aber trotzdem scheint er schon 160 zu sein. Also man wird hochgestuft. Dass man jetzt hier schon Punkte hat, das liegt wohl eher an dem PTS. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das machen, aber es ist ein 49er und der hat schon Champion-Punkte. Ja, wichtig ist ja nur, ihr könnt in jede Zone und werdet halt durch die Stufenanpassung hochgehoben. Duelle, nochmal ganz kurz, ihr habt es gerade eben gesehen, man kann jetzt jeden für Duelle einladen. Und wenn ihr gewinnt, kriegt ihr eine von 3 Errungenschaften, nämlich für einen Sieg, für 25 Siege oder für 100 Siege.
Und ihr werdet nach dem Kampf, falls ihr verloren habt, natürlich auch kostenlos wiederbelebt oder könnt durch einen anderen Spieler wiederbelebt werden. Und wie gesagt, das Wichtige ist ja auch, dass ihr es ablehnen könnt, dass ihr also gar kein Duell haben wollt, generell. Schlag auf Schlag geht es weiter mit neuen Informationen, auch zur PlayStation 4 Pro, die demnächst ja 4K-Auflösung kann. Und ESO wird es ab dem 10. November dann auch unterstützen. Bedeutet, in nativer 4K-Auflösung könnt ihr dann spielen. Und wenn ihr so einen tollen Fernseher habt, ist das natürlich nicht übel. Das war's dann aber auch schon zur PlayStation 4 und wir kommen zum Kronenshop. Die Stadtkleidung der Oberschicht Cyrodiils gibt es ab dem 15. September im Shop. Und das cyrodiilische Patriziergewand gibt es dann auch ab dem 15. September. Ja, leider beides eher was für Frauen, aber gut, vielleicht gibt es ja auch demnächst mal wieder was Schickes für Männer. Als Pet kommt eine infernale Seppnatter in den Shop, aber nur vom 22. bis 26. September. Da muss man also relativ zügig zuschlagen. Für diejenigen, die es verpassen, gibt es seit dem 1. September aber schon die normale Seppnatter im Angebot. Also von daher kriegt ihr die bestimmt. So, schauen wir uns mal die nächsten Sachen an. Und zwar gibt es den Handwerkstil, und zwar den von Trinimac. Den gibt es ab dem 29. September, dann könnt ihr den im Shop holen. Bis jetzt muss man ja alles zusammensuchen davon. Und dann gibt es noch den von Malakat, den gibt es auch schon seit dem 1. September im Shop. Hiermit könnt ihr euch also schon relativ lange ausstatten. Dann wird es das Taschenmammut geben. Jawohl, das läuft in Orsinium rum und ab dem 29. September könnt ihr es als Pet kaufen. Das wird doch bestimmt ganz niedlich werden. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das hole. Und dann gibt es die Persönlichkeit, betrunken. Also nicht so wie ein edler Herr oder wie ein Assassine, sondern ab dann könnt ihr betrunken durch die Gegend laufen. Ja, für die Fußballer ist das ja bestimmt was ganz Interessantes. Sorry an die Fußballer, aber der musste jetzt sein. Und hier haben wir einen Kaguti vom 22. bis 26. September. Ist der im Shop, da muss man sich also auch beeilen, dass man ihn bekommt. So, und nun schauen wir uns mal die Händlerin in Cyrodiil an. Mit Geld kann man keine Liebe kaufen, sagt man. Ihr werdet das anders sehen, sobald ihr einen Blick auf meine Waren geworfen habt. Wie jedes Wochenende ist die Händlerin wieder da und hat diesmal den Antlitz von Hochwärter Dämmer. Da gehört natürlich noch die Schulter dazu, aber Hauptsache erstmal den Helm. Und es gibt es in leichter Rüstung, in mittlerer Rüstung, in schwerer Rüstung. Und es gibt es einmal für Gold oder Allianzpunkte. Das war sehr halt bevorzugt. Allianzpunkte haben immer ein bisschen was anderes an Effekt drauf. Das eine ist erfüllt, das andere undurchdringlich. Da muss man halt so ein bisschen drauf gucken. Und ansonsten seht ihr ja, die Verzauberung ist maximales Leben hier erstmal bei mittleren und leichten und hier unten beim schweren auch Leben. Und dann ist es natürlich ein Teil des Zweiersets der Hochwärter. Okay, was ist noch drin? Die Panzerschuhe des Permafrosts und die sind mit Leben versehen. Ist eine schwere Rüstung und haben dann auch göttlich drauf, jedenfalls in der Goldversion. In der Allianzpunkte-Version ist undurchdringlich drauf. Und Permafrost, seht ihr ja, ist auch ein 5er-Set, also da unten stehen dann ja die Stats des Sets drauf. Und die Stiefel der Jagd, die haben wir hier auch noch. Das Set Jagdleiter ist das und auch das wieder in beiden Versionen. Das ist dann mittlere Rüstung, also diesmal nichts für den Magier oder den Stoffi dabei. Diesmal was für mittlere und schwere Rüstung dabei. Außer die Maske natürlich, die ist natürlich für den Stoffi. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo. Und dann macht's mal gut. Bis demnächst. Bye, bye.